Anlässlich der SOS-Flugrettungstage hatte man die Möglichkeit, sich über Luftrettung zu informieren. Luftrettung ist heute nicht mehr wegzudenken und eine wichtige Notwendigkeit geworden. Eine enge Zusammenarbeit mit Polizei und DRK sowie Krankenhäusern und anderen Stellen im In- und Ausland tragen zum Gelingen der oft schwierigen Einsätze bei. In diesem Jahr konnte die Leiterin der SOS-Flugrettung, Ina von König, auf 10-jährige Erfahrungen in der Luftrettung zurückblicken. Sie gilt wohl damit als Pionier dieser speziellen Rettungsart in der Bundesrepublik. Seinerzeit erhielt sie als Geschäftsführerin einer Lufttransportgesellschaft einen Hubschrauber-Charterauftrag des DRK in Bonn. Die dadurch gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse durch eine gut organisierte Luftrettungsbrücke die Überlebenschance Verunglückter wesentlich zu erhöhen, veranlassten sie, ab diesem Zeitpunkt sich mit vollem Engagement dem Aufbau einer solchen Organisation zu widmen. Es entstand die SOS Flugrettung e.V. Der Verein, der ausschließlich aus Fördermitgliedschaften und Spenden finanziert wird, sieht seine Hauptaufgabe darin, die Luftrettung in der Bundesrepublik entscheidend zu verbessern. Mit Hubschraubern und Flugzeugen werden Rettungsflüge jeder Art durchgeführt. Als plötzlich Frau Ina von König zusammen mit Roberto Blanco ankam, war die Begeisterung groß. Für einen guten Zweck ist der Künstler immer bereit, sich mit einzusetzen. Viele Besucher bekamen an diesem Tag einen kleinen Überblick über die Arbeit der SOS-Flugrettung. Und es wäre wünschenswert, wenn noch mehr Menschen dazu beitragen würden, solche Organisationen zu unterstützen, um die Rettung in Notgeratener noch schneller durchführen zu können, denn wir alle wissen nicht, ob wir eines Tages nicht selbst diese Rettung benötigen.